Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Na, habt ihr eure Äuglein schon aufgemacht? Seid ihr schon ganz präsent? Seid ihr schon voll in den jetzigen Moment, in den neuen Tag eingetaucht? Oder braucht es noch ein bisschen Anlaufzeit? Das ist auch okay. Ich liebe es, in der Früh einfach vollkommen einzutauchen in den jetzigen Moment. Mit Gott oder mit Jesus zu kommunizieren, das ist einfach das Schönste, wie man einen Tag anfangen kann, in vollkommener Klarheit, in dieser vollkommenen Gewissheit, dass Gott nicht fern ist, sondern näher als mein eigener Herzschlag. Gott ist ganz nahe. Gott ist, was ich bin. Da ist kein Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn, da ist keine Trennung. Genauso wie ich jetzt bin, genauso bin ich Licht und bin ich in Gott. Ich könnte nicht in Gott sein. Es ist nur eine Frage der Aufmerksamkeit, eine Frage der Wachsamkeit, eine Frage des, wo befinde ich mich in meinem Geist damit? Bin ich in der völligen Annahme dieses Momentes? Bin ich in der völligen Freude des Hier und Jetzt? Oder brauche ich noch einen Moment, um das zu erinnern? Und deshalb sind wir hier, uns gegenseitig zu erinnern. Hier ist jetzt ist ein heiliger Augenblick, ein völlig neuer Moment. Der Himmel ist hier und jetzt. Wir sind jetzt der Schatz Gottes. Wir brauchen uns nicht zu verändern, nicht besser werden und auch nicht warten. Auf was warten wir denn noch, wenn der Himmel hier und jetzt ist? Die Idee der Zeit ist eine Illusion, dass irgendwas besser werden würde, dass ich noch was machen müsste, noch mehr Wissen bräuchte vielleicht. Nein. Genau hier und jetzt ist der Himmel, genau hier und jetzt ist die Wahrheit. Genau hier und jetzt sind wir, du und ich eins und der Vater genauso. Du lebst in mir, ich lebe in dir und wir leben im Vater. Das hat Jesus gelehrt, scheinbar vor 2022 Jahren. Aber er lehrt es genau hier und jetzt, die Einheit. Und wie fühlt sich die Einheit an? Genau wie es sich jetzt fühlt. Genau wie es hier und jetzt ist. Es hat nie einen anderen Augenblick gegeben. Das ist der einzige Augenblick, den es gibt, das Hier und Jetzt. Diese ewige Einheit, den Himmel in uns, das Reich Gottes, diesen Moment der vollkommenen Erlösung, der vollkommenen Vergebung, des vollkommenen Loslassens, der Idee, ich müsste noch auf was warten. Es gäbe noch deine Zukunft. Das völlige Entkommen aus der Vergangenheit und das völlige Fehlen von Interesse für die Zukunft, die es nicht gibt, das ist, was das Hier und Jetzt ist. Sei einfach ganz hier und jetzt, sagt Jesus zu uns. Lass dich jetzt sein. Lass dich vollkommen hier und jetzt sein. Weil hier und jetzt bist du wirklich. Nur hier und jetzt bist du wirklich. Nur hier und jetzt bist du da. Weil Gott nur hier und jetzt da ist. Wir können es auf so viele verschiedene Arten und Weisen ausdrücken, aber es geht immer nur um das Hier und Jetzt. Worauf warten wir, wenn der Himmel hier und jetzt ist? Nur die Wahnsinnigen, würde Jesus sagen, warten noch auf eine Zukunft, auf dass noch was besser wird. Dass sie noch was erreichen müssten vorher oder noch was lernen müssten. Aber im Hier und Jetzt ist alles gelernt, ist alles erreicht. Im Hier und Jetzt ist Gott, im Hier und Jetzt ist Erkenntnis. Im Hier und Jetzt erlaubst du dich selber zu erkennen. Immer nur hier und jetzt. Das macht es so einfach. Jemand hat mir, aber das ist ja doch nicht einfach, hat mir jemand gesagt. Es ist nicht einfach für den menschlichen Geist, weil er nur in Zeitbegriffen denkt.
Aber es ist ganz einfach in Wirklichkeit, weil Gott ganz einfach ist. Du glaubst, dass die Wahrheit kompliziert wäre? Dass die Wahrheit uns einen Kopfschmerzen bereiten würde? Oder ist das einfach ein Erlauben, dass die Wahrheit wieder in uns Platz nimmt? Ein Erlauben des Anerkennens, dass wir nie getrennt werden und immer jetzt im Himmel sind. Ich erlaube es mir, es zu erfahren. Ich erlaube es mir, es zu erkennen. Ich erlaube mir, alle Ideen gehen zu lassen von Zeit, von Vergangenheit und Zukunft. Was ist das Wunder? Das Wunder ist ein Einschnitt in die Zeit. Und erstattet mir die Zeitlosigkeit wieder, das Hier und Jetzt. Und so wählen wir jetzt ein Wunder. Das ist alles. Wir beten um ein Wunder und es ist uns gegeben worden, weil uns natürlich das nicht verweigert werden kann. Alles in Raum und Zeit, alles, was später mal passieren könnte, könnte uns verweigert werden. Aber das Hier und Jetzt wird uns natürlich nicht verweigert. Es ist bereits das, was wir sind. Wir sind nichts anderes. Wir sind absolut nichts anderes. Wir sind nur das Hier und Jetzt, der heilige Augenblick, der heilige Sohn Gottes. Wenn Jesus vom heiligen Sohn Gottes spricht, spricht er von dir, hier und jetzt. Von mir, hier und jetzt. Spürst du diese Lebendigkeit? Sind alles Ideen, sind alles die eine Idee, die eine Wahrheit. Spürst du diese Lebendigkeit? Spürst du diese enorme Resonanz im Geist? Diese Kraft, diese Macht, dieses Leben hier und jetzt, spürst du es? Erlaubst du es dir zu fühlen, zu erfahren, zu erkennen? Das ist alles, was wir hier erinnern. Es geschieht in uns und es geschieht immer hier und jetzt in uns. Und immer nur hier und jetzt. Und es ist ein ewiger Brunnen, ein ewiges Sprudeln dieser Lebensenergie, dieser Lebendigkeit im Hier und Jetzt. Und indem wir sie teilen, erinnern wir sie, dass sie nicht versiegt, diese Quelle, dass sie immer hier und jetzt ist. Dass sie uns hier und jetzt ganz in unserem Band zieht, in ihren Band zieht. Sie zieht uns in ihren Bann. Gott ist unausweichlich, Gott ist unvermeidlich. Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass Gott unvermeidlich ist und unausweichlich. Es ist ganz was Natürliches, im Hier und Jetzt zu sein. Es ist ganz was Natürliches, sich von dieser Lebendigkeit durchdringen zu lassen. Bis in jede Pore, bis in jede Zelle. Es ist ganz was Natürliches, vom Wunder vollkommen durchdrungen zu werden. Weil das das Einzige ist, was wirklich geschieht, diese innere Einheit, dieses Durchdringen, dieses Vollkommen, das Eintauchen in das Licht Gottes. Ah, wie schön, lieber Bruder, dass wir das erinnern dürfen. Es handelt sich hier um was Natürliches. Nicht im Hier und Jetzt zu sein, ist unnatürlich und führt immer zu Frustration, weil es nicht wahr ist, weil es nur eine Geschichte ist, eine Lüge, wie Jesus gesagt hat in der Bibel. Dein Vater war ein Lügner. Er hat ihn nicht damit als schlimm bezeichnet, dass dein Vater schlimm war. Nein. Ein Lügner, er hat nichts anderes gewusst. Er hat dir von Raum und Zeit erzählt, von den Geschichten, von dem, was getan werden muss, von dem, was noch gelernt werden muss. Aber jetzt kommt die Wahrheit und zeigt dir, dass das nicht wahr ist. Jetzt hast du den Heiligen Geist, der zeigt dir, der sagt, lieber Bruder, was du denkst, ist nicht wahr. Es gibt keine Zeit, es gibt nur das Hier und Jetzt. So kommen wir zur Wahrheit, weg von dieser Lüge von Raum und Zeit, von einem später und es wird schon noch besser. Und ich muss noch viel tun und noch viel lernen zu dem Hier und Jetzt. Ja, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, hier und jetzt.
Ich bin eine coole Socke, könnte man sagen, weil ich hier und jetzt bin. Du bist eine coole Socke, mein Bruder, weil du hier und jetzt bist. Im Himmel ist wirklich cool, weil es immer ganz neu ist. In meinem Hier und Jetzt. Der Himmel ist ein cooler Zustand. Es ist nicht einmal ein Ort, es ist ein Zustand. Es ist cool zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, weil es wahr ist und sonst nichts wahr ist. So sage ich dir danke, mein lieber Bruder, dass wir das erinnern dürfen. Du coole Socke, die ich selber bin, in dem coolen Zustand, den wir Himmel nennen. Danke, dass wir schmunzeln dürfen. Danke, dass wir uns auf das einlassen dürfen. Danke, dass wir einfach erkennen, wie freudig und wie fröhlich das ist. Und ich danke dir so sehr, von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und ich danke dir für dein Sein, für dein cooles Sein in Gott. Danke, mein lieber Bruder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke. Ich umarme dich.